Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Lona-Folge. Ihr merkt, wir schaffen das gerade nicht so richtig, Aufnahmen zu machen für unseren Hof, unser Hofprojekt. Aber ich habe heute mal wieder Zeit ein bisschen mit dem Twitch-Livestream zusammen. Das heißt YouTube, Twitch, Twitch, YouTube. Herzlich willkommen. Ihr könnt euch mal vorstellen, war die Hand reicht. Und ja, ich würde sagen, wir machen eine Lohnaufgabe. Ich habe mich mit Hannes geeinigt, ich darf heute den Düngerstreuer kaufen, sodass ich nicht heute mit dem weiterfahre. Den Auftrag lassen wir und den lassen wir auch noch hier, den schönen Traktor. Da machen wir noch weiter. Aber ich würde jetzt keine Spritze kaufen, sondern ich habe mich letztes Mal ja darauf geeinigt, dass wir einen Düngerstreuer kaufen. Livestream-Chat, was sagt er? Fühlen wir, oder? Mit der großen Spritze schaffst du das. Ja, aber ich bin für Düngerstreuer, weil der hat nochmal eine größere Breite und fährt ein bisschen schneller, wurde mir gesagt. Stimmt das? Ich würde jetzt den hier kaufen. 18 km/h, 42 Meter. Denn das Spritzenpendant dazu macht nur 33 Meter mit 12 km/h. Fühlen wir den Düngerstreuer von Amazone, was auch eine sehr gute Marke ist. Agraflo, danke schön für den 14. Moin, moin. Ich würde den nehmen, Leute. Der macht nur 12 bis 18 Meter, 42 Meter. Kaufen wir. Habt ihr Erlaubnis? Das Geld habe ich ja fast beim letzten Mal Lohnern schon verdient. Da haben wir, glaube ich, oh, Chat, waren es 45.000? 50.000? Nee, warte mal, wir hatten 699.000 oder so, ne? Über 50.000 haben wir gemacht, Alter. Über 50.000 haben wir fast drin. Wir kaufen dieses Ding. Ich will die nämlich nicht mieten, weil es die noch gar nicht zu mieten gibt, so aktuell. Die Bereifung bleibt eine schöne Standardbereifung. Marke, auch wenn andere Vorreiter im Norden sagen, klopft man mal gegen, kein guter Reifen. Fredestein ist eine sehr gute Reifenmarke, kann ich euch versichern. Da stehe ich mit meinem Namen zu. So, Frage ist, was für einen Traktor nehmen wir, Leute? Oh, jetzt ist die Frage. Einen Traktor darf ich nicht kaufen. Wir haben den Axior 870. Wir haben einen schönen MF. MF ist Liebe, oder, Chat? Ah, und wir haben nochmal einen 8er MF. Oh, wir haben noch einen. Sag mal, warum haben wir denn so viele Karren hier rumstehen? Oder wir fahren dicker denn mit dem Quadrack, Leute. Chat, Axion, ihr dürft entscheiden. YouTube, ihr seid leider zu spät dran. Ich kann mit euch nicht live interagieren. Nee, mieten tun wir auch nichts. Da geben wir kein Geld jetzt aus. Oder? Nee, komm. Traktoren sind da. Das wäre ja doof. Überleg mal, hast 30 Hektar und 4 Traktoren da rumstehen. Nee. Axion. Klaas, Steyr, super Marke, Prezea soll auch super sein. Die Cirrus ist auch eine Top-Seemaschine. Auch Mensch, darf heute nicht, der ist in der Werkstatt. Der Klaas ist in der Werkstatt. Für euch, ihr habt es nicht mitbekommen, mein 870er im Real Life ist in der Werkstatt. Ein Blutproblem, der wird wohl bis nächste Woche auch drin stehen. Wir haben heute Freitag, den 22.03. Und der 900er ist heute aus der Werkstatt gekommen. Für den Spaß mit dem Quadrack. Quadrack ist noch nass. Wollen wir sagen, ist noch nass? Ach, der MF ist Liebe. Chat, ihr schreibt jetzt mal rein. MF oder Case? Los, einmal reinschreiben. Mehr will ich von euch nicht sehen. MF oder Case? Ich zähle durch. Einmal Case. Case, Case. MF, 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 MF. Schlüter, MF, MF, Case, Case. Ah, ihr seid schwierig, Leute. Jetzt müsste ich fast eine Abstimmung machen. MF. Aber ich würde sagen, dass MF gewinnt gerade. MF gewinnt, Leute. Na, jetzt kommen die Case, Alter. Wenn ich will, Mods, seid ihr da? Hier auf Twitch, Leute, hat man Mods, die können auch Abstimmung machen. Wenn ich wüsste, wie das funktioniert, würde ich das selber machen. Wir machen eine Abstimmung. Ich will mir hier nicht hinterher nachsagen lassen. Jan? Das war nicht rechtens. Das hat sich ja angefühlt wie Nordkorea. Oder Russland. Wartet ganz kurz, wir machen mal eine Abstimmung. Hier gibt es irgendwie so ein Mod-Ding hier. So ein Mod-Ding. Wie geht das hier? Flüstern, Aktivitätsfeed, aktive Moderatoren, Warteschlange, Benutzer. Ach Leute, ich bin so hilflos, was so Fragen angeht. Du musst Poll eingeben. Poll.
Habe ich gemacht. Ah, Frage. MF. Nee, welcher Traktor? MF oder Case? So, eine Minute feuerfrei, ihr könnt abstimmen, Leute. Das ist wie bei Tino. Was waren bei Tino gestern Abend? Egal ob Case, leider einfach 9RX. Ja klar, wenn wir einen schönen Case haben, müssen wir einen 9RX uns leihen. Du stehst schon am Case? Wie bitte? Wie bitte? Warum zum Teufel haben wir 3MF auf Wurf? MF ist Liebe. Was sagt die Abstimmung? Ach, Case ist aber vorne. Es ist super knapp, ne? Für die ganzen MF-Fanboys. Ihr müsst durchladen. Ihr könnt noch 20, 10 Sekunden abstimmen. Oben über dem Chat könnt ihr abstimmen, welchen Traktor MF oder Case. Aktuell liegt 47% der MF hinten mit 53% der Case vorne. Ah, die Abstimmung ist auch echt low, ne? Hier haben gerade mal 100, 260, 300, 100, 130 Leute abgestimmt oder so. Oh, 50-50, nein! Der Case hat mit einer Stimme gewonnen, Leute. Könnt ihr die Stimmen sehen? 71 Stimmen auf MF, 72 auf Case, Alter. Kannst du dir nicht ausmalen. Leute, da tut mir super leid, aber wir werden wohl Case fahren. Wir fahren wohl einen dekadenten Quadrack. Kannst du überhaupt nur anhängen an Case? Das ist eine gute Frage, Alter. Also das war wirklich... Junge, Junge, Junge. Wir hängen mal erstmal ab hier. Oh nee, 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 den Fehler machen wir nicht. Wir fahren mal erstmal auf den Hof, weil sonst finden wir den Grubber nie wieder, Alter. Passt der Spielesound eigentlich mit meinem Zahnstümpchen? Gérard Depardieu, nix geht mehr. Oh, ich hatte letztens einen Kommentar auf YouTube, der gesagt hat, warum fahrt ihr denn andauernd durch die Büsche und über die Felder? Ja, weil wir nicht in der echten Landwirtschaft sind. Passt? Passt, perfekt. Kommt eigentlich ein Video zum Lexion? Yo, kommt. Ich hab's noch nicht geschafft. Nächste Woche wird recht ruhig bei uns. Also wirklich ruhig. Oh, 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 nimmst mir bitte nicht die Vorfahrt, Kalle. Wir haben die Erbsen ab heute im Boden. Die restlichen macht Jens aktuell. Der Grubber noch vor, eine Fläche, weil wir da ohne Packer pflügen mussten, weil es zu nass war. Aber ja, nächste Woche wird wirklich ruhiger. Ja, nicht, ob das mehr gucken oder so. Deswegen oft in der Werkstatt, das ist so. Ach nee, ich muss sagen, im Großen und Ganzen sind meine Maschinen nicht oft in der Werkstatt, aber das geht eigentlich. Der hat wieder diese Point of View so verändert, ne? Wartet mal kurz. Als Admin einloggen. Passwort. Die hier machen wir wieder auf 70. Oder Chat? Nee, das ist zu weit vorne. Auf 80. Ah, so ist entspannter, oder? Das ist die Rostock, die Landkreis Rostock Map. Wir haben hier ein kleines Projekt. Mein Kumpel Hannes und ich haben zusammen einen kleinen Hof, aber irgendwie lohnen wir zurzeit nur. Aber das muss auch sein, ne? Auch wenn eine eigene, sieht man ja im Real Life, auch wenn man eigene Höfe hat. Ich sag mal, wie sagt man so gern, Geld stinkt nicht, ne? Und also mein Wunsch im Real Life wäre dies Jahr, wenn ich die Miete meines Lexions mit Lohnarbeit bezahlen kann, würde mir das auf dem Konto am Ende des Jahres schon ganz gut helfen. Ich glaube, das kann man verstehen, oder? Ich sag mal, ich helfe ja meinem Nachbarn jetzt auch. Ich habe den kompletten, also ich übernehme jetzt den Pflanzenschutz, wie auch. Oh, falsche Taste. Wie auch die Düngung. Also alles, was er nicht mit Gärreste macht, sagen wir mal so. Und ich werde doch, du, wenn ich Zeit habe und wie gesagt, also wenn Hannes jetzt als Beispiel auch, der wird dann immer nochmal Papa und dann wird ziemlich stressig und ihr habt auch Zeit in dem Zeitraum. Und der sagt, Mensch Jan, wie sieht's aus, kannst du mir da mal helfen beim Maislegen oder sowas? Bin ich der Letzte, der, wenn ich Zeit habe, nicht Ja sagt, da mal schnell mitfährt, ne? Warum nicht, Leute? Eine Hand wäscht die andere, ne? Ein Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Ja, also wir erwarten ja, also Ertragserwartung
ich würde einen Teufel tun und sagen, ich erwarte jetzt so und so 4 Tonnen, das. Was wir aktuell wissen, ist, die Preise sind im Keller. Ne? Also sie sind wirklich im Keller. Wir bekommen gerade eigentlich, also du kannst das eigentlich verfeuern in einer Biogasanlage, das Getreide, und bekommst das gleiche Geld, wie wenn ich es verkaufen würde. Was keinen Sinn macht, ist aber gerade so. Und da muss man natürlich gucken, damit nicht am Ende des Jahres, das wieder heißt, in Anführungsstrichen, ne, zahlungsunfähig, mit dem Arsch an der Wand kommen. Zwei Hände, das Gesicht. Ah, okay. Das Ding kannte ich so noch nicht. Ich muss mal kurz gucken, wo ist denn der Händler? Noch einmal geradeaus. Es wird nicht interessant bei mir in der Nähe, Matthias. Da ist kein Bedarf. Ich hatte schon mal mit dem Biogas gesprochen. Da ist kein Bedarf. Die haben alle so viel eigene Fläche bei uns. Ist ja der gleiche, wo Fritz zockt? Ich weiß nicht, wo zockt denn Fritz aktuell? Zockt der auch auf der Landkreis? Ich glaube, doch, warte mal, wir kommen hier, glaube ich. Nee, warte mal, kommen wir den anderen? Das wird spannend werden gleich, ne? Da wird mir richtig eingebogen hier. Nee, doch. Ich muss sagen, ich persönlich hätte heute den MF aber auch gefühlt. Ja, Tobi. Wir werden jetzt natürlich gucken. Wochenende sieht sehr schlecht aus. Ich sag mal, ich habe ein Mittel, was du im Vorauflauf wie Nachauflauf fahren kannst. Ist auch schon alles da. Aktuell macht es aber keinen Sinn. Wir haben auch morgen, wenn es passt, heute glaube ich noch, und massig an Regen angekündigt und wir kommen nicht rauf. Chris, dankeschön für den 19. Vielen, vielen lieben Dank. Flo noch, dankeschön für den 14. Monat. Ich guck mal, ob der ranpasst. Wenn nicht, fahren wir MF. Von einmal sind das gut schon. Jo, du kannst doch Ausrufezeichen Map hier in dem Chat machen. Das ist falsch hier. Oh, Leute. Da muss einer weiter sein, oder? Da haben wir uns mal ganz kurz verfahren. Ich helfe seit Jahren schon meinem Nachbarn und meinem Kutscher, finde ich, ist da irgendwie, oder? Ja, ich sag mal, man hat schon zu tun, ne? Man darf immer nicht vergessen, man hat ja selbst auch einiges an Hektar darum liegen. Dieses Jahr sind es 790 glatt bei mir. Aber ich sag mal, man kann natürlich durch Lohnarbeit nochmal das Konto ein bisschen aufbessern. Moin, moin, Svenny. Oh, ich weiß gar nicht. Könnte sein, dass der gar nicht passt. Ne? Ich glaub, der passt, Leute. Ja, also werden wir wohl mit dem fahren, oder, Chat? Fühlen wir das? Das ist eine starke Kombi, oder? nee, mir gehören 460, 70 oder so. Knappe 470 irgendwie in dem Dreh. Ich habe letzte Woche noch 0,5 gekauft. Also mit dem, was ich privat noch habe, 6 Hektar, ja, kommen wir auf 470 Eigentum. Sieht wirklich interessant aus. Meine Frage, ist hier links auch der Dünger verkauft? Da müssen wir natürlich jetzt ein bisschen Geld ausgeben. Aber hier bekomme ich doch auch Dünger, oder? Also nicht nur Saatgut, sondern auch Dünger, oder? Wir müssen mal reinschauen hier. Hier rechts auch hier, wo das Saatgut rausgekommen ist. Das war also... Ja, ne? Was sagen hier? Erstmal öffnen wir die Abdeckung. Aber hier bekommen wir keinen Dünger. Hinten? Hinten rechts oder hinten links? Also siehst du, und bei mir bin ich, Matthias, fast noch einer der kleineren bis mittleren vom Betrieb her. Ne? Wir haben auch 4000 Hektar Betrieb um uns rum. Rechts anfahren. Okay. Hier? Ja, oder? Das könnte Dünger sein, oder? Ja! Leute, wir kriegen Dünger. Nice. Oh,
Oh, Leute, guck mal oben aufs Geld. Nein! Wie viel hatte ich vorm... Oh! Nein! 45.000 nur für Dünger gerade ausgegeben. Ist ein bisschen übertrieben, oder? Können wir die Ausbringmenge runter machen beim Dünger? Dünger in Big Packs ist viel günstiger. Ist das so? Dann kaufen wir nächstes Mal Big Packs. Alter, wir haben gerade 45.000 für Dünger. Die Lohnarbeit ist gratis, wenn ich da jetzt rüberfahre. Okay, wie viel haben wir jetzt hier drinnen bei uns? 10.000 Liter. $19.000 kostet das in Big Packs. Wirklich? Ja. Kann ich den Dünger zurückgeben? Chat, ich wurde gerippt. Ich wurde mal richtig gerippt, Alter. Alter, der Typ hat mir ja komplett die Hose ausgezogen gerade. Mal meinen Meinungsverstärker hier hinten raus. Wir müssen uns mal kurz mit dem Typen hier unterhalten, was hier los ist, Alter. Hier war schon einer sauer. Den ersten Stuhl hat er schon umgekippt, Alter. Ich habe gerade 45.000 für eine Ladung ausgegeben. Hat der einen Schuss? Du, ich steig dir auf Dach, Kumpel, Alter. Komm mal irgendwie hoch. Dir scheißig im Dünger, Alter. Das ist doch ein Arschloch. Wenn noch nicht gespeichert ist, neu starten. Meinst du, das klappt? Er hat jetzt ja wirklich über den Tisch gezogen, Alter. Den scheiße komplett in den Haufen. Ach, Alter. Wie soll ich denn das jetzt erzählen, mein Mitgesellschafter? Flucht mit Alt und F4. Das Server funktioniert nicht. Komm mir mal einen Kaffee. Geh mal kurz schreien im Garten. Schön gerippt hat der uns. Ne, ich gucke auf den Kontostand und weiß Bescheid. So, wie in Lohnern. Also gelobt habe im Podcast, bin ich gespannt auf die Treter. Meine Leben, na klar, meine Leben noch. Ich hatte die letztens nachmittags mal das erste Mal. Aber die sind noch ein bisschen hart, also meine müssen noch eingelaufen werden. Hatten wir zum Spazieren halt die mal angezogen gehabt. So. Ach, Mann, Alter, so ein Müll. Leute. Ja, jetzt müssen wir ein Feld annehmen. Jetzt müssen wir aber auch wieder Geld verdienen. Leute, was haltet davon? Das werde ich nicht schaffen, Alter. 89 Hektar, oder? Mit 42 Meter? Aber geht voran, oder? Komm, wir tasten uns mal an die 34 hier ran. 54 Hektar. Ziehen wir durch. Vertrag akzeptieren. Die 34 müssen wir ankurven. Die ist geradezu hier runter immer. So.
Ey, Philipp, vielen, vielen lieben Dank für den Raid. Herzlich willkommen. Was habt ihr denn gemacht auf Twitch? Moin. LS-Team, Ansgar gegen Tino. Ja, mit Ansgar wird auf jeden Fall noch was kommen. Und mit Tino habe ich vielleicht auch mal telefoniert, dass da mal was kommen wird. Mit Ansgar werden wir auf jeden Fall noch das LS-Grubber-Battle machen. Das steht noch an. Hatte die in der Forst. Ja, schwören viele drauf. Viele Leute von der Feuerwehr, ne? JCB. Oh Gott, Alter. Wir fahren jetzt eigentlich das halbe Feld umsonst, weil sie uns mit dem Dünger gerippt haben. Ja, ist schon eine Top-Marke, muss ich sagen. Hab mir Freizeitschuhe geholt. Ja, meine sind ja auch so, ja, so Walking, Freizeit irgendwie. Aber doch schon ein recht fester Sitz. Das ist so ein Allrounder. Der ist nicht komplett wasserdicht, aber dafür halt sehr atmungsaktiv, ne? Geht's meiner Frau besser? Meiner Frau geht's wieder gut. Ja, zum Glück. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. Frau Farming ist wieder... Wartet mal ganz kurz, mich stört hier gerade eine Sache. Und zwar das schöne Magic Holz kommt doch hier besser zur Geltung, oder? Machen wir da. So, Ausbringer kannst du aber runterstellen für den Auftrag. Das will ich auch machen, Alter. Ich sehe nicht ein, jetzt hier noch Unmengen an Dünger rauszukloppen, noch gratis, ne? Minimalprinzip, der wird gedüngt haben. Na klar, kriegen wir das hin. Den Betrug weiter an den Kunden geben. Steht keine Menge im Vertrag. Es ist so. Doch, er hat mir gesagt, wir gucken mal gleich, was Minimalmenge ist. Das hat er mir natürlich gesagt vorher, dass er es haben möchte, genauso. Dünger ist teuer. So, ist das hier schon die 34 hier links, Leute? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, das ist schon die 34 hier. Ja, die fängt ja an. Oh ne, wir haben Strommasten im Weg. So, sehen wir den Dünger auf dem Feld. Erstmal, wie stelle ich den Dünger runter? Erstmal machen wir mal an, der Gerät. Oh, der haut schon raus, ne? Stelle ich ihn das noch weiter runter. Automatische Ausbringmenge deaktivieren, oder? Und jetzt auf K. Ne, auf M. 18 Kilo pro Hektar, Chat. Gehen wir da mit? Ja, 18 Kilo pro Hektar. Sehen wir den Dünger hinten raus? Nee, ne? Nur auf der Karte so, ne? Oh, schwierig, das jetzt zu sehen, so, ne? Wie sehen wir denn jetzt die Überlappung, Leute? Also im Feld ist mir klar, da fahren wir mit GPS, aber wir sehen ja gar keine Überlappung jetzt, oder? Da fliegt das Geld, Junge. Aber gucke mal, wir verbrauchen fast nichts. Okay, ein bisschen geht raus. Aber ich glaube, zwei Füllungen, das fällt, drei Füllungen. Moin, Steffen. Ich würde gerne eine Überlappung sehen, irgendwie eine gute. Gibt es da irgendeinen Trick-Chat? Gibt Mod-Hub eine Düngetextur. Kunde nimmt das nicht so genau. Wollen wir nur einmal Vorgewende machen? Ja, oder Chat? Kamera höher. Ja, aber es wird schwierig. Warte mal, auf der Karte rückt aber das nach, ne? Guckt mal hier. Ne, doch nicht. Da hat er doch eben gedüngt angezeigt hinter mir. Welche GPS-Mod? Oh. Chat, welche GPS-Mod habe ich? Fahren jetzt einmal außen rum. Einmal fahren wir per Hand und dann zeige ich die GPS-Mod. Doch, guck mal da unter mir. Seht ihr das? Da unten auf der Karte. Enhanced Vehicle habe ich. Da stehen keine Strommasten auf Feldern. Doch, guck mal, da ist einer.
Wir haben leider zwei Strommasten noch. Oder drei. Wir überlappen zu doll. Junge, weil ich mich freue, wenn wir hier gleich mit Lenksystem rum... Wir müssen noch... Oh, wir werfen bis auf die Straße, ne? Halt mitbezahlt. Zahlt der nächste Kunde. Irgendwann trifft es halt jemanden hart mit der Rechnung. Wo sehe ich denn das wieder in den Aufträgen mit dem Feld, ne? Wir haben 9% schon, Leute. Oh. Ah, Vorgewende zählt wahrscheinlich beim Düngen auch wieder mehr, ne? Ja, das zieht ein bisschen nach. Aber wenn wir einmal Vorgewende rum haben, Gorboran, dann ist das ja egal, weil dann sehen wir das ja auf jeden Fall, weißt du, wann wir so Zucker ausschalten müssen. Ich glaube, dass die Überlappung da gar nichts mehr ausmacht. Aber guckt mal vom Dünger her. Also wir haben zwar 45.000, wir haben uns komplett über den Tisch ziehen lassen, aber ich glaube, dass der Dünger auch eine Weile reicht, ne? Wenn du das so machst, dann würde ich dir aber nicht als Lohner bestellen. Na klar arbeite ich hier genauso wie im richtigen Leben. Ja, jetzt ist der Grünstreifen eigentlich, die Überlappung ist schon okay, oder? Leute? Das passt schon so. Oder? Das ist doch Schnieke. Ja, der Quattro könnte ein bisschen mehr Leistung haben. Also der Düngerstreuer ist schon echt schwer zu ziehen. Endlich Ferien? Sind schon wieder Ferien? Ich glaube in Brandenburg erst nächste Woche. Warte mal, übernächste Woche, oder? Chat, sind schon wieder Ferien? Ich glaube, ich wüsste jetzt, aber ich weiß auch gar nichts. Bayern hat Osterferien? Ich glaube Brandenburg noch nicht. Hessen ab heute? Nächste Woche. Oh, dann ist die Tochter ja... Ach nee, dann ist wahrscheinlich im Hort. Gestern war auch wieder eine Geschichte aus dem echten Leben, erzähle ich jetzt wieder. Pia ging es gestern Nacht nicht ganz so gut, also der Tochter. Und die hat auch super schlecht geschlafen und wir haben uns dann dazu entschieden, okay, dann bleibst du zu Hause. Und ihr ging es dann aber ja, Richtung Nachmittag, also Mittag rum, dann ein bisschen besser. Sie war dann mit auf Arbeit, hat bei mir im Büro dann auf der Couch, die malte mal ganz gern, also sie hat die ganze Zeit gemalt, ihre Blätter da. Und dann haben wir gesagt, na, wollen wir zum Mittagessen, wir haben einen neuen Italiener jetzt hier bei uns am Markt. Wollen wir das mal probieren? Ja, gehen wir hin, ne? Dreimal durfte er raten, wer durch die Tür gekommen ist beim Mittagessen. Ihre Klassenlehrerin. Ja, ihre Klassenlehrerin. Hat aber nichts gesagt. Also ich muss jetzt auch aufpassen, ich kann nicht zu viel hier auch erzählen, was vielleicht da irgendwann ankommt. Aber, ja. Ich bin gespannt, ob Pia heute drauf angesprochen wird. Die ist erste Klasse. Ja. Ihr ging es halt Richtung Nachmittag wieder ganz gut. Also Richtung Mittag ganz gut, ne? Aber irgendwie ist das denn schon komisch, oder? Fühlt sich so ein bisschen an wie Schwänzen. Oh, Chat, das geht richtig gut hier. Zack, der Nachbar kriegt auch noch was. Wir wollen ja Folgeaufträge haben. Der meldet sich links bestimmt, wenn er ein bisschen Dünger gratis kriegt. Ah, das ist ein ganz schöner Schlag, kann das sein. Aber wir metern auch, wenn wir gleich mit Lenksystem fahren, sieht man, glaube ich, das Ausmaß erstmal, was wir hier wegmachen, ne, mit einer Bahn. Aber ich glaube, mit Dünger kannst du... Chat, mit Dünger verdienen wir uns eine goldene Nase. Findest du den gut? Ich fand den sehr gut gestern. Wartezeit war ein bisschen lang, aber gut. Man ist halt manchmal auch verwöhnt. Warte mal, hier, der Server hat gerade gespeichert. Aber die Pizza war eine 10 von 10. Vor allem freut sich gerade das Gewässer. Da ist doch gar kein Gewässer. Wo ist denn das Gewässer? Das ist ein Weg. Wo ist denn das Gewässer? Der wird dich anzeigen, der ist Biobauer. Ach, das regnet, dann ist der Dünger weg. Der freut sich, dass die Pflanzen so groß sind. Das Bio-Peders. Der spritzt nur nachts.
wie ruhig das durch diese Außenkamera nach oben ist. Ne? Also ich freue mich, wenn wir gleich mit Lenksystem fahren, dass wir auch ein bisschen reinzoomen können. Weil das macht gerade halt einfach Sinn, so hoch zu gehen von der Perspektive, um so ein bisschen wenigstens diesen Feldrand mitzubekommen. Füllt man den Quadrack vor dem Düngerstreuer? Meinst du vom Diesel her? Ah, ist gut möglich, ne? Aber wir haben noch 1000 Liter Diesel. Wir haben noch 167 Liter AdBlue. Wir haben noch 9700 Liter Dünger oder Kilo. Ja, das ist so. Wir müssen da echt aufpassen. Moin, Neo. Moin, moin, moin. Bei welchen Anbieter habt ihr den Server? Oh, G-Portal. Ich glaube, dass Lovelo TV einen Link dafür hat. Glaube ich. Warte mal. Ich selber bin nicht verpartnert oder so mit so einem Serverhersteller. Ich würde es fühlen, aber ich glaube, die sind knauserig. Guck mal, ich gebe dir jetzt mal einen Link. Über diesen Link kannst du dir das angucken. Oh. Ja. Zack, einmal rum hier. Und da vorne ist meines Erachtens, oder? Da ist doch schon der Anfang. Müssten wir ja eigentlich dann sehen, wenn es blau wird. Vor uns auf der Minimap unten links. Hätte man auch hier mit Kontur im Vorgewände arbeiten können? Können diese Lenksysteme so was? Nee, ne? Oder? Wisst ihr da? Moin, Ehrenbruder. Der wird natürlich noch ein bisschen genauer als der müsste hier gerade machen wieder. Aber ich würde definitiv sagen, eine Bahn Vorgewende reicht bei 42 Meter. Definitiv. Da müssen wir nicht mal eine zweite machen. Ah, ist noch ein kleines Stück. Aber ganz cool, dass die Minimap dann automatisch auf gedüngt geht. Das war früher nicht so, bin ich der Meinung. Moin, Major. Ich kenne nur mit Cursed Play oder fährst du ja von alleine. Mein Handy hat gerade vibriert. Ach, Leute, ich wollte nach doch wieder ein bisschen noch ein Pokémon-Fieber. Echt ein paar coole Karten mittlerweile. Ich suche aber auch noch welche. Sammelt einer von euch zufällig? Hier sind 624 Mann Pokémon-Karten. Und eins in den Chat. Also so richtig so, aber so wegpacken dann direkt. Ich würde vielleicht was kaufen oder tauschen. Basti hat da zufällig Namen mit zufälliger Ähnlichkeit mit nicht unbekannten Leuten der LS-Szene benutzt. Oh, Neo, um was geht's denn gerade? Carsten, danke schön für den 9. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Du hast eine Yu-Gi-Oh-Karten? Ach, wegen Precision Farming ist das. Kontur geht mit Headland Manager. Ah. Ja, aber es ist wieder das faule Denken der ostdeutschen Landwirte, die zu faul sind, einfach mal kurz um den 60-Hektar-Schlag per Hand zu fahren. Das ist eine Precision Farming-Funktion mit Anzeigen im Minimap. So, wir sind außenrum einmal. Dann suchen wir uns das so schöne AB-Linie, oder? Ich würde sagen, einfach mittendurch. Irgendwie. Gibt es hier eine gute Gerade? Nee, eigentlich nicht, oder, Chat? Ist die andere Seite eine Gerade? Gucken wir gleich mal, wenn ich hier vorne angekommen bin. Rein theoretisch kann ich ja jetzt mit Dünger aufhören, oder? Ich guck mal kurz. Die Karte müsste sich ja noch verändern. In der Zeit gehe ich mal auf die große Map. Oder warte, kann ich auch hier gucken? Andere Seite hat eine, auch keine Gerade, so richtig, ne? Nee, dann machen wir das einfache Prinzip, wir ziehen einfach eine AB durch. Moin, Maddes! Oh, jetzt habe ich die Karte weggemacht. Na, wann zeigt da gedüngt an? Gar nicht mehr. Scheiße. Oder dauert das einen Moment? Doch, haben wir einmal außenrum. Perfekt. So, einfach eine AB-Linie hier durch. Aus Ende. Da kennen wir nichts, Chat. Ist der G1? Wurde berechnet. 2. Ja, nehmen wir, oder, Chat?
Oh, oh. Können ja erstmal nach rechts wegarbeiten oder nach links. So, Chat, wir lohnen. Lohner, 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 Lohner. Braucht man ein cooles Thumbnail. Meint ihr so? So? Schönes Thumbnail? Nein! Was ist denn jetzt passiert? Oder eher so? Eher so? Ja, habe ich schon aus, die automatische Ausbringmenge. Ist schon aus. Guck mal, wir sparen euch schon viel Zeit hier gleich. Oder eher so? Nee, fühlen wir nicht so. Nee, es sind, denke ich, schon zwei gute Thumbnails dabei. Automatische Ausbringung. Ach nee, die ist ja wieder hochgestellt, Leute. Oh nee, du. Oh nee, du, wir verlieren gerade sehr viel Geld. Warum ist die wieder hoch? Oh nee, du. Jetzt ist richtig, ne? 18 Kilo. Wenn du deaktivierst, musst du schnell runtersteigen auf 18. Ja, jetzt ist richtig. Aber das ist ja jetzt nicht ausgestellt, nur wenn ich mal kurz im Vorgewinde aus- und anmache, oder? Ich spiele gerade selbst aus. Ich spiele gerade Mist auf der 37. Moin, Felix. Schon im Monsterfeld war. Wie viel Prozent haben wir denn jetzt? Aber wir haben. Gut, das Vorgewende zählt mehr, ne? Wir haben 42% jetzt weg. Ich bin der Meinung, dass wir das aber eigentlich schaffen sollten, oder? Ich sag mal in einem Stündchen, oder? Was sagt ihr? Hier bei dem STRG und 2 macht er das, glaube ich. Wenn ich das richtig vorhin gesehen habe. STRG und 2. Ja, ich bin der Meinung, dass der Traktor ein bisschen untermotorisiert ist. Wir haben aber nicht mehr viel zur Auswahl, was noch mehr Leistung hat, oder? Gibt es überhaupt noch was? Den hier fahren wir, oder? Aktuell? Ist es der? Ne, der hat ja Zwillinge noch. Den hier fahren wir, oder? Was hat der? Bis 692. Da geht nicht mehr viel mehr. Ich denke, der reicht. Der neue John Deere ist noch nicht da, ne? Meiner hat 420, stimmt. Ah! Nicht bremsen. Meiner hat 420, stimmt. Wir hätten noch einen größeren nehmen können. Aber ich sag mal, für einen Dünger heute geht das fit. Das geht klar. So, Chat, wir arbeiten erstmal hier zur Straße weiter. Oh, guck mal, ich habe zu früh ausgesetzt, oder? Aktualisiert er das noch? Ich glaube, ich habe ein bisschen früh ausgesetzt. Nee, doch nicht, aktualisiert er noch. Perfekt. Hallo. Hallo. Welcher Fauxpas? Achso, alles gut. Ja.
Ja. Und dann fährst du Vater? Ja. Genau. Ja, ich stream jetzt noch ein Stündchen und dann. Ja. Hol ich ja dann Pia schon ab. Jonto liegt dann auf dem Rückweg ab, würde ich sagen, oder? Nicht. Naja, okay. Ja. Okay. Gut. Dann. Tschüss. Ja, ja, mein Papa zieht morgen um, Leute. Ich würde warten, bis ein neuer 9X Steuerbus, 900 PS. Ich denke auch, theoretisch 71 Hektar. Bestimmt ohne Wände und Stillstand. Im LS? So, ich spare mir mal den Dünger hier jetzt. Ah, schade, dass wir jetzt nicht nur Teilbreiten machen können. Also könnten wir, aber dann macht er wieder mehr Ausbringmenge. Ich lasse einfach mal den Streifen. Moin Maskulin, Christopher, vielen lieben Dank für den 25. Monat. Moin. Servus, grüß die, moin. Big Bad 7, den brauchen wir für den Streuer. Ah, ich hätte jetzt aber auch den MF gefühlt. Oder? Der MF hätte den auch gezogen, hier ganz locker. Okay. Ja, heute ist Freitag. Heute kommen ja sowieso die ganzen Lieder dann, ne? Das ist ja Freitag, ist ja mal Release Day bei allen. Warum ist das eigentlich so wegen den Charts, oder? Wahrscheinlich, weil das dann reinzählt. Das ist immer so Freitag, 0 Uhr ist immer Release bei allen, habe ich das Gefühl. Mir geht's ganz gut, Schabi. Ein bisschen Nasennebenhöhlenentzündung, aber das geht schon wieder. Die letzten Tage war schlimmer. Dann gleich noch schön mit Pille drüber. Ja, die Arbeitsbreite ist eingestellt. Guck mal, müsstest du auch auf der Karte sehen. Siehst du das da? Das überlappt gut. Auf der 34 da unten. Ja, ja, die Arbeitsbreite, die stellst du hier bei dem Lenksystem mit STRG und 1 ein. Dann macht er automatisch zu dem Anbaugerät dann halt. Jetzt dauert es natürlich wieder ein bisschen, bis hinten der Dünger angezeigt wird auf der Karte. Da ist er. Guck mal, die Überlappung ist gut. Ich nehme für den Streuer oft nur 6 Meter oder ähnliches Frontgewicht an. 150 PS reichen. Ja, hier für den Lohnauftrag ist natürlich geil, weil wir sind mal ehrlich, selbst wenn ich mit dem Dünger gerade beschissen wurde, weil der hat einfach über 40.000 für eine Füllung genommen. Ich weiß, nächstes Mal kaufen wir ein Big Packs. Man lernt ja, ne? Haben wir den gekauft für 65.000, den Düngerstreuer. Plus die 40.000, sagen wir mal roundabout 100, ein bisschen über 100.000, die wir jetzt bezahlen. Das heißt, nach dem ersten Feld, oh, wir haben 50% abgeschlossen schon, zeigt der Obmann. Nach dem ersten Feld arbeitet das alles schon für uns. Wie finden wir denn das? Das ist der Wahnsinn, oder? Kann ich mal ein bisschen schneller fahren. Wir fahren, ja genau, wir bekommen 101.000 von dem Freund hier. Und beim nächsten Feld zahlen wir ja schon die Maschine nicht mehr. Also das Gerät, den Düngerstreuer nicht mehr. Sondern nur noch den Dünger. Lassen uns nicht über den Tisch ziehen. Vielleicht reicht sogar der Dünger noch. Wenn wir, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, dass der für das Feld hier locker reicht, oder? Bei 83%, Leute. Dass ich beim nächsten Feld schon, dann verdienen wir richtig Kohle. Ab dem nächsten Feld verdienen wir richtig Geld. Da könnten wir sagen, wir nehmen ihn hier und dann Halleluja, Alter. Da können wir aber Kühe kaufen. Ne? Nur die schönsten aus dem Dorf werden gekauft. Hier die 41 Hektar, wie sagt man so schön? Die pissig. Oder hier die 19. So, wir lassen jetzt hier links. Warte mal, wie viel ist denn das noch auf der Karte? Ja, komm, den Streifen machen wir noch. Aber wie man Karte so anzeigen kann, kenne ich nicht. Auf 9 drücken. Wenn du auf 9 drückst, dann kannst du die rund machen, kannst du die quadratisch machen oder du kannst die ausblenden oder groß machen.
Der Kunde wird super zufrieden sein. Guckt euch doch mal diese Überlappung an. Oh, ja, ein bisschen. Weil Wind und so, ne? Wie heißt die Mod? Precision Farming heißt die Mod. Hobbyflächen, ist ja lächerlich. Ja, genau. Wir müssen mal gucken. Wir müssen mal ganz kurz nach oben fahren. Das hat nichts mehr mit LS zu tun. Klar. Klar. Chat hat doch mit einem LS was zu tun, oder? Das hat mit dem Real Life nichts zu tun. Das hätte ich akzeptiert. Aber das hat mit dem LS nichts zu tun? Doch. So, wir nehmen mal eine große oben mit gleich. Wir fahren ja sehr bodenschonend mit unserer Raupe. Deswegen haben wir die auch ausgewählt. Sehr, sehr nasser Boden. Gab Probleme. Der Lohner davor hat sich sehr, sehr doll festgefahren. Und deswegen haben sie uns angerufen. Die meinten, Jan, du hast da den Quadrack noch da. Hast dir einen neuen Düngerstreuer gekauft. Wir würden dich liebend gerne als Loni nehmen. Haben wir gesagt, na klar. Und jetzt lohnen wir, Leute. Und jetzt sind wir auch schon bei über 50% hier. Aber jetzt wird sich ziehen. Die nächsten Bahnen, das wird sich ziehen jetzt, Leute. Mit Vorgewende ging das recht flink. So ein Schnacker. Ach, Max, Alter. Und du liebst alles da dran. Josey, Dankeschön für 2 ganze Jahre Support. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, wie geht's dir? Wer ist der Vorreiter am Lohnern? Ah, ich kenne nur einen Vorreiter, Alter. Am Hoffest. Ich mach jetzt erstmal feinen Burger. Ich habe unten noch. Nee, hier. Ich habe Frühstück mitgebracht. Also Mittagessen. Leute, guten Hunger. Ich habe Zucchuk-Pizza von Rewe. Geil, Alter. Du kannst auch einstellen, dass er automatisch. Nee, ein bisschen was müssen wir machen. Dann schlafe ich ja ein. Du kannst den Tempomat auf 18 erhöhen. Danke. KMH haben oder nicht haben. Der Tipp kam von einem Macher. Esquadron. Du hast dich umgenannt, oder? Habe ich die letzten 2 Monate überlesen. Dankeschön für den dritten. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wie findet ihr den Zuzug? Er will sich falsch erklären, aber es ist doch diese türkische Knoblauchwurst, ne? 10 von 10, Alter. Wenn ihr Zucchuk nicht kennt, kauft euch die mal und dann schneidet ihr die in Scheiben, bratet die in der Pfanne an und macht Ei dazu. Macht Rührei. Zucchuk-Rührei oder Spiegelei. Glaubt mir, Leute, 10 von 10. Hey Luzi, wie geht's dir? Moin! Ich vermiete nur mich und meine Maschinen mit Arbeitskraft drauf. Oh, ist lecker. Das sind entspannte Felder jetzt, ne? Aber Lohnarbeit, ne? Desto größer die Felder, desto geiler. Dankeschön. Aber wir müssen gleich drehen. Ich bereite mich schon mal darauf vor. Das einzige Zucchuk ist sehr fettig. Ich merke gerade am Controller. Morgen machst du im Real Life auch Lohnarbeit? Klar. Wer der Drescher vom Vorreiter, was will er denn da haben für? Nee, also wäre natürlich nichts für mich, aber. Gibt's da Preise? Hat er da einen Preis dazu gesagt? So!
Crime, Dankeschön für 25. Herzlich willkommen. Gibt es da einen Preis zu der Karre? Oder was denkt ihr, was so ein 8XL da vom Sibbers kostet? Er kann halt nicht einschätzen, ich weiß nicht, wie teuer sowas ist. Ich glaube, du könntest eine Spur mehr auslassen. Nee. Ich zoome mal raus, nehme mal kurz das Lenksystem raus. Guck mal. Der wirft genau auf Kante. Siehst du das? Da kannst du nicht mehr auslassen. Aber Marlon, ich kann dir Zuzug echt empfehlen. Wenn du auf sowas stehst, musst du natürlich kein Veganer sein. 2000 Hektar Gerste. Tschut. Und das ist ja nur der Anfang. Vom Ende. Ich bin auf der. Mann, sorry, erst gerade. Ich bin auf der Landkreis Rostock unterwegs. Moin an Franken, Let's Player. Herzlich willkommen, Leute. Lasst mich raten, ihr habt Farming Simulator gespielt. Einen wunderschönen guten Morgen. Hat Spaß gemacht. Was habt ihr gemacht? Ich bin gerade am Lohnern, Leute. Wir haben da so ein kleines Landwirtschaftssimulator-Projekt auf YouTube. Und dafür mache ich gerade Lohnarbeiten. Natürlich mit einem Quadra. Aber das Gerät hinten ist gekauft. Neueste Investition auf dem Hof. Mich hat nur gerade der Düngebaron über den Tisch gezogen. Der hat für eine Füllung 40.000 genommen. Ich wurde gerade massivst über den Tisch gezogen. Das ärgert ein bisschen. Ah, das Geld fahren wir uns jetzt mit dem Lohnauftrag rein. 101.000 für dieses kleine, wunderschöne Feld. Meistrisch, 150 Hektar. Oh, seit wann warst du unterwegs? Hm. 1,5 Millionen Roggen? Wo kriegt man denn so eine Aufträge her, Alter? Was hab ich denn hier Ernte? Gar nichts. Wunderbar. Wir haben gar nichts an Ernte. Oh, was kriegt man denn, wenn man so einen Auftrag abliefert an Kohle? Man hat ja dieses Frühjahr auch vermehrt auch in Deutschland gesehen. Auch ein Nachbar von mir, der hat sich eine Spritze und einen Düngerstreuer gezogen nach dem anderen in den Boden versenkt, ne? Und die haben sich dann Axion TT geliehen bei meinem Händler, haben einen aufgesattelten Düngerstreuer genommen und sind damit gefahren, weil nichts anderes ging, weil die Befahrbarkeit einfach für den Arsch war dieses Jahr bei uns, ne? Also man hat vermehrt Raupe gesehen bei der Düngung. War eigentlich auch schon gang und gäbe, ne? Weißt du, für euch auch. Ich habe letzte Woche bei meinem Nachbarn Dünger gemacht und vorletzte Woche Rob. Also ich mache privat auch Lohn. Seit diesem Jahr aber erst. Ansonsten mal Nachbarschaftshilfe. Kommt man das hin, dass über den Tempomaten so grün ist? Sobald ich raus bin aus dem Lenksystem, warte, wird es grau und sobald ich einschalte, zack, wird es grün. Geht automatisch. Da seht ihr auch nochmal die Breite, ne? Über den Tempomaten. Da steht eine 42. Ach
so, dann blendet man die aus. Ah, okay. Dann nicht auf Ernte klicken. Ich hab's ausgeblendet. Jo. Ja, aber da sieht man ja bei mir nicht. Man sieht ja nur, wir sollen es ernten, aber da steht ja nicht, wie viele Tonnen wir abliefern sollen, ne? Das steht ja jetzt nicht hier. Oder können wir da nochmal mit Details nochmal gucken? Doch, hier. Zu liefern eine... Ah, okay. Also wenn das 1 Million sind, das 300.000, dann habt ihr so 40 Hektar vor euch, circa. Oder? So 40 Hektar. Wie viel Prozent haben wir denn jetzt eigentlich? Das ist mal so, also 70%. Ein bisschen aufregend ist es ja schon, muss ich sagen. Dieses Lohnern. Weil man halt irgendwie auf diesen Moment wartet, dass die Kohle überwiesen wird. Also hier im Spiel jetzt, ne? 70%. 70%. Oh, aber hier der Teppich ist auch gut eingesaut, ne? Da ist einer mit seiner Modderbein aber rein. Wahrscheinlich ich. Ist das Skript, was meinst du, welches? Frisches Brötchen, Sucuk gebraten, Spiegelei, Käse ist mega gut. Ist wirklich mega gut. Wo bist du in Sachsen-Anhalt unterwegs? Das weiß ich noch nicht. 80 Kilometer von mir entfernt, circa, soll es wohl sein. 80, 90, irgendwie so in dem Dreh. Das Grüne. Du meinst, das Enhanced Vehicle heißt das, ne? Das Lenksystem. Och, das ist so eine geile Überlappung. Der Landwirt hier wird echt zufrieden sein mit unserer Arbeit. Echt so ein Keil machen. Wart mal ab. Wart mal ab mit dem Keil. Ich habe die Hoffnung, dass wenn wir den Keil... Warte mal, du meinst da unten den, ne? Dass wir den gar nicht machen brauchen. Weil die 100% schon erreicht sind, Alfred. Das wert, ne? Na, guck mal, wir sind jetzt schon bei 70%. Wir haben jetzt... Ja, es kann aber sein, dass wir da noch definitiv noch reinfahren müssen. Aber, was brauchen wir noch so zum Lohnen? Also, ich bin ja jetzt wirklich ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Was sind hier? Also, grober haben wir ja noch einen da, die beiden Felder. Aber ich überlege schon, weil ich jetzt so viel verdiene mit dem Düngen, ob wir die abbrechen. Was haltet ihr davon? Problem ist, wenn ich den abbreche, ist der Quadrack auch weg, ne? Was ja nicht schlimm ist. Wir können ja auch mit einem anderen beim nächsten Mal düngen. Wollen wir die abbrechen, Leute? Weil ich verdiene halt mehr Geld durch Düngen. Wir sagen einfach, Maschine ist kaputt, du musst dir einen neuen Lohner suchen. Warte mal, kommt schon nicht vorgewendet? Wir haben noch hier einer, überlegt mal, wie schnell wir auch den hier machen würden. Das sind nur 40 Hektar mehr, als was wir jetzt machen. Und wir kriegen da richtig Geld. Oder den hier, 2 Hektar für 3 Scheine. Nee, auch machen. Gibt es eigentlich im Sim was du gerne im Realen hättest? Nee, dadurch, dass der Sim alles das hat, was das Reale hat. Der Simulator nimmt es ja vom Realen und nicht andersrum. Die echte Landwirtschaft lernt ja nicht vom Farming-Simulator, weißt du? Also da gibt es nichts. Wenn ich da was übernehmen wollen würde, dann wären die Maschinen. Warte mal, die Preise der Maschinen vielleicht? Nee. Okay, ein 8R für 285 kriegst du wahrscheinlich... Ah, nee, nicht mal die Preise will ich haben. Kostet so ein Droscher. Ah, doch. Den Preis will ich schon fühlen. Mahlzeit. Wenn ich was hätte gerne, dann wäre es der Geldsheet. Genau, ich würde gerne im Real Life F11 drücken und da oben links Geld hinzufügen. Oder F12. Die Lohnaufträge. Och ja. Oh, die würde ich gerne übernehmen. Überleg mal, der Nachbar sagt dir,
Jan, du musst halt vorbeikommen. Ich habe 54 Hektar. Wir müssen Dünger machen. Du kriegst 101.000 dafür. Oh, ich würde meinen Betrieb dicht machen. Ich würde nur noch auf Lohn fahren. Ah, die Lohnaufträge sind schon schmackhaft hier vom Geld her. Ich würde nur noch auf Lohn fahren. Das ist die Landkreis Rostock. 100.000 für 50 Hektar. Vor allem die 50 Hektar, wenn wir jetzt mal nicht meinen Düngerstreuer hier nehmen, sondern ich würde das Flüssigdünger bei mir machen im Betrieb, das mache ich in 2 Stunden. Das heißt, ich verdiene pro Stunde 50.000 Euro. Das würde schmecken, Leute, Alter. Jo, die sind da. Ich habe vorhin schon eine Kamera gehalten. Neben mir ist der Traktor. Ich habe unten schon den Frau Farming, hatte ja sich einmal das. Na? Warte, zeig ich dir. Die hat sich ja einmal diese Spieluhr gewünscht. Die bauen wir aber nicht im Stream zusammen. Die werde ich aber nachreichen. Wir bauen den hier zusammen. Den schönen Holztraktor. Der ist aber schon Level 4 mit 401 Teilen. Ich weiß gar nicht, ich hatte doch mit jemandem aus dem Chat gewettet, dass ich es schaffe. Ich weiß nicht mehr mit wem. Vielleicht ist er hier. Ich baue unten den Globus gerade schon zusammen. Also diesen Globus, der sich dann auch so dreht mit Licht. Ich sag mal so, ich werde die Wette verlieren. Ich glaube, ich brauche viel, viel länger, als ich dachte. Fast wie mein Stundenlohn. Ja, Max, deswegen, ich spare gerade schon. Also ich schiebe das immer weiter nach hinten, ehrlich gesagt, ich habe es vergessen. Aber ich schiebe das immer weiter nach hinten, weil ich einfach sparen möchte für deine Rechnung, die du da gestellt hast. Aber lustiges Erzählen. Ich komme zum Mähdrescher fahren. Wo denn, Wisper? Sag mir nicht, Jochen Schweizer bietet das jetzt an. Das ist doch eine Geschäftsidee für den Norden, für einen Vorreiter. Mähdrescher fahren, das kommt, Leute. Ich sag euch das. Wenn der das nicht macht, mache ich das. 150 Euro die Stunde Mähdrescher mitfahren. Zack, Alter, brauchst du das Ding nicht mehr verkaufen. So, hast du den Bulli aus Lego schon gebaut? Nee, der ist noch da. Bin gerade im Pokémon-Fieber. Oh, echt Poker. Du hattest 4-5 Stunden gesagt. Ich bin am Arsch pokert. Ich werde es nicht schaffen. Das verspreche ich dir jetzt schon. Ja, das stimmt, Max. Das stimmt. Deswegen nachdenken. Wirtschaftlich denken. So, hier sieht man es nicht, ne? Kann man das nicht einstellen, dass man gedüngt und nicht gedüngt sieht? Ne, kann man hier nicht sehen. Oder da drunter vielleicht, war hier. Oder? Nee. pH-Wert, Stickstoff, doch hier müssten wir doch sehen, oder? Wir drehen mal gleich erstmal. Ah, Baden-Württemberg. Okay, und ist das über jemand privatet oder wie ist das? Also, das ist ja schon ungewöhnlich, da mal mitfahren zu können, Wisper. Also ich freue mich für dich, finde ich geil. Die MT-10 von Lego. Ich hätte Bock auf die, was, die Ducati oder die BMW oder beide? Die Rennmaschinen. Die Motorräder, aber ich finde Lego halt zu teuer. Ich sehe das halt nicht ein, denen das so in den Rachen zu schieben. Ne? Kann man sehen, ey. Von der Precision Farming drauf fast. Ach so. Ah, okay, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, ist egal, wir sehen es ja hier unten. Leute, wir sind eh gleich fertig. Ja, das ist so. Also, Lego hat natürlich die geilsten Lizenzen, brauchen wir uns nicht schönreden, aber. Ich finde die Preise von Lego unerhört. Ne? Ich überlege, gucke mal für den hier neben mir.
Das ist ein 3800 oder 3400 oder so Teile großer Bulli. Der hat mich 160 Euro gekostet. Bei denen hätte ich bei Lego definitiv 400-500, wenn nicht sogar mehr, hätte ich hingelegt dafür. Und das ist halt unerhört, ne? Oder mein Trabi ist leider kaputt gegangen. Die Kinder waren hier oben und das Dach ist kaputt, deswegen steht der aktuell nicht hier. Muss ich alles nochmal reparieren. Der Trabi hat mich 90 Euro gekostet für 1400 Teile. Ah. Ah, ist ein Unterschied, ne? Da hat sie ihn gefragt. Ah, perfekt, ja, der Sohn von ihm ist mein Freund. Ah, okay. Ja, ich will mich jetzt die Tage wirklich mal darum bemühen. Allerspätestens Ende nächste Woche soll das stehen. Ich will neue Designs für den Shop machen, Leute. Für meinen Online-Shop, die Klamotten. Da war jetzt eine Weile Ruhe gewesen. Und gut, muss man gucken, wie wir das machen. Eigentlich will ich dieses goldene Ticket mit reinpacken, was ich gesagt habe, ne? Das wollte ich letztes Jahr zur Ernte schon machen. Noch können wir zeitlich schaffen, dass ich sage, wir machen ein goldenes Ticket unter allen Bestellungen, alle Bestellungen der nächsten zwei Monate. Und dann gibt es einen Tag lang mit mir Mähdrescher. Darfst du mal selber fahren. An dem Tag wird natürlich nicht gestreamt, denn. Müssen wir nur schauen, wie wir das machen. Das war eigentlich mein Plan und das war letztes Jahr schon mein Plan. Ich habe es wieder nicht umgesetzt. Planlos in BRB. Darf ich fragen, was du dir geholt hast? Was meinst du? Das, was der hier neben mir steht? Der, das ist ein T1. Oder was meinst du? Trefallon, Dankeschön für, warte mal, Düngerstreuer an. Vielen, vielen lieben Dank für den vierten Monat. Dankeschön. Gibt es eine Mod-Übersicht? Leider noch nicht, Jolle. Wird aber kommen. Leider noch nicht. Lego verwendet allerdings auch mehr Teile, die du individuell einsetzen kannst. Und nicht nur für ein Modell. Ja, Lutz, aber guck mal, wenn ich alles bei Kubi kaufe, dann ist das individuell auch einsetzbar. Und bei denen oder hier bei Blue Bricks oder so kannst du ja auch einzelne Teile kaufen, die definitiv günstiger sind. Wo du meine Batterie vom Boot verstaut hast? Ich glaube, in der Werkstatt vorne. Müsste eigentlich um der Ecke stehen, ne? Ja, da wird es auch einige Änderungen geben mit Basti. Mit Basti treffe ich mich zum Beispiel heute Abend privat. Ich will ihn erst fragen, ob ich darüber reden kann. Deswegen erzähle ich jetzt noch nichts, was wir da machen. Wir gehen auf jeden Fall danach noch essen heute Abend in Berlin. Mal gucken, wo. Ich hätte ja eigentlich wieder Bock aufs Barbecue. Also Barbecue heißt das Restaurant. Richtig geiler Südkoreaner in, ich glaube, Tempelhof oder Wedding ist das in Berlin. Kann ich Ihnen empfehlen, wenn man in Berlin ist. Aber Basti sagt, oh, er wird mal was anderes probieren. Bei denen gibt es aber privat einige Umstellungen. Aber will jetzt fragen, ob ich das online erzählen darf, wenn nicht, dann nicht, Tobi. Klemmbausteine. Du sprichst halt der Steine aus der Seele. Hey, der Stein ist auch ein guter. Ich schätze den sehr, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich feiere das und ich weiß auch, Lizenzen kosten Geld. Wir müssen uns nichts vormachen. Ne? Lizenzen und lizenzfrei ist ein Riesenunterschied bei Lego oder Klemmbausteinen. Ich weiß, dass da viele Asia-Hersteller auch definitiv auf Patentrecht und Lizenzen scheißen, würde ich behaupten. Ne? Aber Lego ist schon schwierig von der Preispolitik, wenn man dran denkt, das sind nicht alle nur erwachsene Leute, die Geld verdienen, sondern das ist auch für viele Kinder gedacht, die einfach kein Geld verdienen und wo die Eltern das Geld einfach nicht jedes Jahr zum Geburtstag oder sonst sowas haben oder ja, das halbe Jahr nur arbeiten gehen, um ein Lego zu kaufen. Ne? MRGP, Dankeschön für den 27. Monat. Sind wir eigentlich fertig hier, sag mal? Wartet mal kurz. 96%! Wir haben eine große Arschkarte, Leute. Ich glaube, wir müssen erstmal den Streifen hier noch machen. Ja, und dann kann es sein, dass wir unten noch hin müssen. Hey, Karte weg. Wenn sie da wenigstens mit Druck auf die Steine arbeiten. Komische Farbe, das wird sein klar. Bisschen Autowave zu fahren. Ja, das ist so. Obwohl ich sagen muss, also es gibt trotzdem, das muss ich neidlos auch sagen, hi Max, The Mage, es gibt schon so ein, zwei Projekte, die ich bei Lego gerne machen würde, ne? Aber, also ich sag, wenn sie mir das jetzt hinstellen, nee, ich würde eine Kooperation ablehnen.
Ich würde eine Kooperation ablehnen. Die können es mir kostenfrei hinstellen, dann darf ich es zusammenbauen, aber ich würde dann keine Werbung davon machen. Würden sie aber nicht machen. Aber also es gibt schon, ne? Seid ihr so Klemmbausteine oder Lego-Fans? Gibt es ein Projekt, was ihr gerne nochmal machen wollen würdet? Ich zum Beispiel würde gerne, aber da ist auch kein rankommen und wenn es ja zu teuer, den Serion, halt den originalen Class-Serion nochmal gerne bauen. Bin ich ehrlich, den würde ich gerne machen. Aber es ist halt unbezahlbar. Ich glaube 500 Euro plus aktuell bei eBay oder so, ne? Ja, ich mache auch alles bei Bluebricks aktuell. Wir haben jetzt einen Laden bei uns bekommen, im regionalen, also 10 Kilometer entfernt von hier, Einkaufspassagen. Und da schnücker ich sehr, sehr gern. Als Kind 4K für den Scheiß ausgegeben. Meinen original versiegelten. Ja, Kolzi, leg dir den zurück. Der wird im Preis steigen. Kauf das Holz-Lego. Das kommt dazu, kauf das Holz-Lego. Vor allem der Preis, Lutz, Alter. Ich habe ja mit Rabatt jetzt bestellt gehabt, ne? Ausrufezeichen Holz, Magic Holz, Leute. Macht mal rein. Ich habe 138 Euro bezahlt. Jetzt mit meinem Code. Könnt ihr auch eingeben. Spart ihr 15% mit dem Code Farming. Ich habe bekommen. Das. Ich habe bekommen. Eine Spieluhr. Das. Offstream, dem Jonte, noch was reingepackt mit Lizenz. Das ist ein 2D-Puzzle denn halt. Und unten ist noch ein genauso groß wie die anderen beiden Dinger hier noch ein wie heißt das hier? Mann! Ein Globus. Für 138 Euro kannst du nicht meckern, Alter. Da habe ich richtig was bekommen, ne? Da habe ich richtig was bekommen. Ja, steht definitiv. Wenn Basti sagt, er möchte streamen. Ey, wir haben es geschafft. Genau auf den letzten Meter. Nice, Leute. 101.000. Die Maschinen sind bezahlt. Ausrufezeichen Hype. Und die 10er Subbombe danach schmeckt natürlich. Vielen lieben Dank, Leute. Ah, so, abschließen. 101.000. Leute, das lief so gut. Machen wir noch ein Feld? Habt ihr noch Lust oder wollen wir jetzt Feierabend machen? Aber wisst ihr, was ich machen werde, Leute? Sonst wird die Folge wieder so elendig lang. Ich hoffe, YouTube ist damit zufrieden, ihr Leute, die gerade im Hintergrund mitlauft, dass wir zwei Lohner-Folgen draus machen. Wir werden natürlich Dünger fahren. Aber habt da mehr von? Hab ich mehr von. Habe ich nämlich Content und der Algorithmus von YouTube wird mir das Säckchen küssen. Leute, wir beenden diese Folge. Vielen lieben Dank fürs Schauen bis hierher. Seid gewiss, es kommt eine neue Lohner-Folge. Haut rein.